Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Mountain. Geh auf die Tür. Ja. Na Spinne, du hast mich gerade schon genervt. Komm her. Und Creeper. Ich muss den Creepern hier auch nochmal nachgehen hier. Ah, es ist so klar, ne? Ich habe ja gerade die Taschen leer gemacht, nicht, aber einigermaßen entrümpelt. Kommt eine Spinne an, kommt ein Creeper an, habe ich den Driss wieder in der Tasche. So logisch. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir jetzt schon dran sind. Wenn ich mir hier angucke, wie viel ich gemacht habe, auweia. Ja, du hast aufgebaut und wieder abgerissen. Ja, aber... Naja. Naja. Ist halt so. Ja, ich bin... Ach, guck mal hier. Achso, Moment, die gehören ja dazu. Ja, da hinten steht auch noch, also... Ist da eine Lücke da oben? Tatsächlich. Warum? Also ich komme so langsam zu dem Schluss, dass ungefähr so jeder 15. Baum oder setzt, aua, jeder 15. Setzling, den du so setzt, dass der zu einem großen Baum wird. Aha. Das würde ich jetzt mal so schätzen. Durchaus möglich. Womit wir bei der Wiederholung von den Zufallszahlen sind. Ja. Zufallszahlen, ja. Die Zufallszahlen, die du im Rechner hast, die sind gar nicht wirklich zufällig. Richtig. Kann man ja gar nicht machen. Das ist genau bestimmt. Meistens geht es von der aktuellen Zeit aus, die im Rechner ist. Ja, das macht der Programmierer. Der setzt die Zeit als Zufallsgrundzahl. Ja, genau. Und von der Zahl aus wird mit einem ganz genau determinierten Programm werden dann eben diese Zahlen erstellt. Wie keine wirklichen Zufallszahlen sind, aber deren Verteilung so aussieht, als wäre es zufällig. Richtig. Das genau ist der entscheidende Unterschied. Aber die wiederholen sich halt auch in keine Ahnung welchem Abstand kommst. Wiederholen die sich exakt. Absolut exakt. Ach so, das ist eine ganze Reihe, meinst du? Und ja. Und genau deswegen geht halt der Programmierer hin und macht am Anfang dieser Berechnung, setzt er eine Zahl, die am besten auch schon über irgendeine Zufallsberechnung ermittelt wird, um da noch mehr Zufall reinzukriegen, in Anführungsstrichen. Das ist, in Wirklichkeit ist das alles gar kein Zufall. Ja, das stimmt. Ja, weil es nicht wirklich gehen kann. Genau. Geht eigentlich nur dann, wenn du so einen Mechanismus in den Rechner einbaust, als Hardware, wo dann so ein Würfel runterfällt und dann die Augenzahl abgelesen wird. Ja, genau. Aber das lässt sich halt nicht wirklich umsetzen. Ja, doch. Aber es ist ein bisschen aufwendig. Aber man kriegt es halt über die... Man kriegt, wenn man es richtig macht, kriegt man schon eine unheimliche Zahlenmenge hin, die auf jeden Fall als Zufall erscheint. Ja. Wenn man es sich genau anguckt, ist es im Endeffekt immer noch keine. Ne, aber die Zahlen werden berechnet. Ja, genau. Kann man drehen und wenden, wie man will. Aber es reicht für die meisten Sachen eigentlich. Richtig. Und ich bin immer hingegangen, ich habe die meisten Programmierer gehen hin, nehmen die aktuelle Uhrzahl Zeit als Grundzahl für die Berechnungen. Ja. Ja, und ich bin immer hingegangen, habe diese aktuelle Uhrzahl als Zufall benutzt, so wie die auch. Nur, dass ich mit dem ersten Ergebnis, was kam, dann wiederum nochmal den ganzen Mechanismus in Gang gesetzt habe. Mhm. Ja, auf die Art wurde das dann noch ein bisschen zufälliger, sag ich mal. Hört sich so blöd an, wird noch zufälliger. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Hallo, ich will hier hoch, einfach nur hoch, so. Könnte man jetzt sagen, was ist denn das für ein Schwachsinn, da braucht doch kein Mensch, aber es gab durchaus Anwendungen, wo das sogar sehr gut war, dass ich das so gemacht habe. Hört sich blöd an, aber es ist so. Vor allem bei einem Sicherheitsprogramm, was ich mal erstellt habe. Ja, da macht das echt Sinn. Je mehr Zufall da drin ist, je schwieriger ist das zu knacken. Ja, klar.
Ich kann ja wieder nicht die Treppen so setzen, wie ich das will. Aber rein prinzipiell ist auch das nachvollziehbar. Aber ja, das wird schwierig dann. Ne? Ja, das ist halt... Sind wir wieder bei dem Thema. Alles ist nachvollziehbar. Und ja, man muss es halt nur möglichst schwer machen im Endeffekt. So. Wenn man diesen Zahlenpool extrem erweitert, dann wird es halt auch extrem schwer. Wobei es ja angeblich einen Verschlüsselungscode gibt, der sicher ist, der hundertprozentig sicher ist. Angeblich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt. Normalerweise könnte ich dir auch den Namen sagen, aber weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaub's nicht. Genau, ich sag auch nein. Es ist nur zur jetzigen Zeit der Computertechnik sicher. Ja. Weil die jetzigen Computer noch nicht die Leistung haben, um das in einer annehmbaren Zeit zu berechnen, was da nötig ist. Das dürfte wohl die Lösung sein. Ja. Also die Erklärung dafür, für diese Aussage. Aber halt aus jetziger Sicht ist das unknackbar. Weil selbst NASA-Rechner da keine Ahnung wie viele Tausende von Jahren bräuchten, um diesen Code zu berechnen. Ich sag dir, warte mal noch 20 Jahre und dann macht das der Taschenrechner. Ja, aber in 20 Jahren ist dieser Code wahrscheinlich dann auch wieder irrelevant. Ja, richtig. Beziehungsweise dann wird er dementsprechend erweitert und dann wird das wieder genauso hinausgezögert. Wahrscheinlich auf der gleichen Basis. Das wäre durchaus möglich. Dass insofern die Aussage stimmt, dass der unknackbar ist. Wenn man den auf der gleichen Basis wie die Technik wächst, dieser Code auch wächst. Ja, dann ist er wirklich unknackbar. Ne, dann bleibt er unknackbar. Ja. Da gebe ich den Leuten recht, die das sagen. Aber grundsätzlich, nein. Hier müsste ich, weiß ich nicht. So. Oh, warum ist denn hier drunter ein Loch? Was soll ich jetzt da unten drunter machen? Das weiß ich nicht, das musst du wissen. Irgendwas, also da soll ein bisschen Helligkeit sein. Die Fackeln hier will ich alle weghaben. Ja, beleuchtungsmäßig gibt es hier sehr, sehr schöne Möglichkeiten mit Lampen, ne? Mit Lampen, obwohl ich da teilweise Glowstone-Probleme habe und so, aber grundsätzlich kann man da ruhig mal in die Richtung denken. Ja, das hört sich gut an. Ja, Lampen. Okay. Also ich dachte mir an so eine gemütliche Sitzecke hier da unten, aber das müsste ich auf jeden Fall auch noch einzäunen hier. Kannst dich da ruhig mal, du hast ja die Anzeige auch, kannst dich da ja mal durchwühlen über die Suchfunktion, weiß der Geier, nach Lampe suchen. Ach, und dann das Rezept hier. Ja, dass du siehst, was es alles gibt. Also über Lamp kommt schon einiges. Wie heißen die anderen denn? Die heißen, glaube ich, Lantern. Ja, über Lantern gibt es noch was. Wobei die Lantern, glaube ich, die brauchen teilweise zumindest die Kerzen. Aha. Die sieht schon mal ganz gut aus. Ah ja, sogar farbig. Ja. Achso, Moment. Ja, sogar die Lampen, die du kennst, die ja original Minecraft sind, gibt es hier farbig. Wobei ich da ehrlich gesagt selber nochmal gucken müsste, wie die funktionieren. Ach, die finde ich aber interessant. Was ist denn das hier? Glühsteinstaub, aha. Ja, das ist gut. Damit werde ich mich mal ein bisschen beschäftigen. Solche Lampen sind schön. Ich habe hier übrigens noch jede Menge Material jetzt hier in meinem Haus. Ja, das kann jetzt erstmal da bleiben, das kriegst du natürlich alles wieder ins Lager. Ach, das ist auch... Solange es keine Diamanten sind, ist mir das auch egal. Ja, Diamanten sind... ja, das ist alles nur so Kleinkram. Ja, so viel ist es eigentlich auch gar nicht. So, jetzt, was wollte ich eigentlich? Ach, Zäune, genau. Da drauf einen Baumstamm.
erstmal zum Anlegen. So. Was machst du jetzt eigentlich gerade? Ich bin an dem Sägewerk dran. Ah ja, immer noch, okay. Ja, das wird auch noch, ja. Wird noch eine Weile dauern. Ich schaue mal gleich vorbei. Aber jetzt bin ich zum Beispiel am... Oh, das habe ich auch zu nah da dran gesetzt. Wenn ich jetzt vom Bild ausgehe, habe ich das zu nah gesetzt. Ändere ich das oder lasse ich das? Ich ändere das, weil es gefällt mir auch nicht. Haha. Oh Mann, ey, diese Kram in der Tasche. Oh ja, jetzt wird's aber richtig, oh, jetzt wird's richtig dunkel, ja. Ja. Nee, ich muss hochgehen, ich sehe da unten nichts mehr. Ich habe alle Fackeln ja weggemacht. Ja, dann wirst du wahrscheinlich sehr, sehr wenig sehen. dahin. Und dahin. Ja, das sieht doch besser aus. Und ich habe immer noch kein Haus, wo ich mich jetzt reinlegen könnte, ne? Das ist, wow. So, ja, stimmt. Ich, hier, immer noch im Schlafsack schlafen. Ich bin hier gerade am Außenbereich am Bau. Ich bin nicht das Haus am Bau. Nein, ich baue natürlich den Außenbereich, wo das Sägewerk ist, ne? Ist ja klar. Ja, ist doch egal. Ja, machen willst du sowieso alles, in welcher Reihenfolge, ist wahrscheinlich egal. Ja, vor allem das kann ich einigermaßen sehen. Den Rest muss ich ja komplett improvisieren. Ja. Okay, ich liege. Moment, ich auch gleich. Ja, gute Nacht. Gute Nacht.